Die sind am Ammersee, schon seit mehr als 100 Jahren ein Magnet für Künstler und Kunsthandwerker. Im Blauen Haus zeigen zurzeit rund 30 überregional bekannte Künstler ihre Werke. Die Arbeiten haben eins gemeinsam, sie sind ziemlich klein. Und deswegen heißt diese Ausstellung auch das kleine Format. Wenn Kunst im Großen funktioniert, funktioniert sie auch im Kleinen, sagen die Aussteller. Es ist immer die Frage der Perspektive. Das gleiche mit dem Flachbildschirm zu Hause. Wenn Sie einen riesen Bildschirm haben, müssen Sie weiter weggehen. Wenn ich nah an ein kleines Format gehe, wäre es auf einmal auch riesig. Hände hoch, Kunst! Keramik von Angelika Litwin-Pieper, ein Hingucker. Cornelia Rapp aus Denklingen setzt sich mit dem Thema Füße auseinander. Hello again, eine Installation von Nico Kiese aus München. Eine kleine Liegewiese im Koffer für die Reise. Sehr praktisch. Bildhauerei, Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Fotografie oder Installation. Die verschiedenen Techniken und Stilrichtungen machen diese Werkschau so beliebt. Wichtig ist, man kann über Kunst sprechen. Man hat die Möglichkeit, Künstler zu treffen, vielleicht sogar die, die hier arbeiten, und man kann sich auseinandersetzen. Dabei lässt sich bestimmt die Frage beantworten, was der Vogel auf dem Kopf der Frau zu suchen hat. Ein Highlight der Ausstellung, Werke vom international bekannten Künstler Bernd Zimmer. Holzschnitte zum Thema Wasser. Die Gemeinde Diesen kauft übrigens nach dieser Werkschau ein Kunstwerk auf. Das Publikum stimmt ab. Zum 7. Mal findet das kleine Format bereits statt und ist inzwischen Tradition geworden. Diese Kunstausstellung ist eine feste und wichtige Größe im Kunstjahr vom Ammerseegebiet.